zu einem bestehenden Playback einen realistischen Rock-Drum-Track zu produzieren, das ist gar nicht so einfach. Wie das geht, erfahrt ihr gleich. Also dranbleiben. Herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu Musotalk, Praxistalk, Drum-Programming. Und heute habe ich zwei Gäste in der Leitung, unter anderem den Martin Werner. Hallo Martin. Hi. Du bist Drummer und Producer und lieferst sogar Drums on Demand. Und hier ist zum Beispiel mal deine Seite, die Gold Sound Music Seite. Du bist Produzent, Drummer und machst sogar Drum-Content, unter anderem hier für Reason. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dich heute in der Leitung zu haben, denn wir haben hier ein kleines Drum-Programming-Problem. Hallo. Hi. Hi. Und dann noch, da war den Thomas Wendt. Hallo Thomas. Hallo, grüß dich, grüßt euch. Jo. Wollen wir mal erstmal erklären, worum es geht, ne Thomas? Du hast mich ja gefragt, worum geht's denn hier eigentlich, ne? Genau, du hast mir gestern zwei Tracks geschickt und ich weiß von dem, da war irgendwas mit Sennheiser Drummica, von dem ich weiß, dass das so ein Contact-based Drum-Sample-Instrument ist, aufgenommen mit Sennheiser. Geschichten. Genau. Und wie das jetzt alles zusammenhängt, das wirst du mir jetzt gleich erklären. Du kannst dich doch an die ein oder andere Sendung erinnern, die wir zusammen gemacht haben. Da hatten wir schon bei unseren Tests zum Easy Drummer und zu anderen Drum-Plugins schon das Problem, dass wir gesagt haben, Mann, das ist ganz schön schwer, zu einem bestehenden Playback einen realistisch klingenden, authentisch klingenden Rock-Drum-Track zu produzieren. Und ja. Bei der Gelegenheit habe ich mir gedacht, Mann, hier zu diesem Wettbewerb wäre das doch mal wirklich gut, die entsprechenden Tipps dazu und das Volk zu bringen. Da gibt es dann von Sennheiser hier auf der Drummica-Seite das Drum and Remix Challenge und einen Song. Also gibt es einen extra für diesen Wettbewerb produzierten Song. Und die Teilnehmer haben jetzt die Aufgabe, das Playback ohne Drums eben mit einem wirklich gut klingenden Drum-Programming zu versorgen. Wollen wir uns mal den Originalsong anhören? Ist der jetzt mit Drums oder ohne? Mit Drums. So, Martin, ist das ein richtiges Schlagzeug oder ist das auch schon programmiert? Was würdest du sagen? Schwer zu sagen, müsste man mal im Studio hören. Ja, ne? Nicht über Skype, ne? Genau. Außerdem war der Ausschnitt zu kurz. Okay, warte mal, gehen wir weiter. Na, Martin, was sagst du? Da ich die Hi-Hats jetzt hier über Skype ganz schlecht höre, weil daran erkennt man das meistens sehr, sehr schnell, ob es programmiert ist oder nicht. Dingen ist natürlich, kurze Erklärung, es wird heutzutage Gott sei Dank wieder auch viel live getrommelt. Allerdings macht man hinterher bei der Post-Production dann oft noch Samples drauf. Und deswegen klingen dann die Bassdrums, Snares und Toms fast wie programmiert, weil natürlich das Sample das equalized im Grunde genommen. Mhm. Und deswegen hat man eigentlich hauptsächlich noch die Chance, das über die Overheads und Hi-Hat und Ride-Mikros dann noch zu hören, weil da merkst du dann die Nuancen halt, ne? die du halt nicht so schnell programmiert kriegst. Mhm. Also ja, in dem Falle klingt es stark danach, wenn es live gespielt sein sollte, dass aber Bassdrum und Snare getriggert sind. Toms konnte ich jetzt nicht raushören. Und wie gesagt, ich habe jetzt über die Verbindung hier kaum Höhen gehört. Das heißt, ich konnte jetzt die ganze Hi-Hat und Beckenarbeit gar nicht richtig hören, maximal wahrnehmen. Ne? Also was würdest du sagen, Thomas?
Ja, nachdem ich halt auch ein bisschen länger reingehört habe, würde ich sagen, also die Bassdrum und die Snare klingen so definiert im Vergleich zu dem anderen Gewische, also jetzt über Skype. Mhm. Ne? Ja. Dass ich auch sagen würde, also mindestens sind die Samples draufgelegt, wenn nicht sogar, dass sich da jemand relativ mit viel Zeit und irgendeinem Ding, Easy Drummer, XLN, Addictive, BFD, Slate, was da so gibt, hingesetzt hat. Also jetzt so über Skype. Mhm. Weil, wie gesagt, die Snares und so, gerade bei diesen Wirbeln, die klangen dann halt sehr definiert. Mhm. Auf jeden Fall bearbeitet. Bearbeitet, ne? Also so eine Art Drum Replacement wahrscheinlich gemacht. Das ist ja mittlerweile gang und gäbe, ne? Dass man den Drumtrack richtig live aufnimmt und dann diese Sounds nochmal dicker macht, fetter macht, weil dann echtes Schlagzeug dann schon nicht mehr fett genug ist heutzutage. Ne? Ja, fett ist noch nicht mal so das Ding. Ich meine, ne? da kann Martin dann noch mehr dazu sagen wahrscheinlich. Nee, das ist so, um so eine gewisse klangliche Konstanz dann teilweise bei den gleichgezogenen, hochgepushten Mixen irgendwie hinzukriegen. Würdest du das auch sagen? Also du weißt da ja mehr, Martin. Du machst das ja täglich quasi. Korrekt. Darum geht es eigentlich, dass der Mix einfach gut gelingt. Sind ja nachher die Nuancen, wenn du die Snare nicht hundertprozentig dann beim zweiten oder dritten Schlag genau triffst und sagen wir mal, es ein dB weniger hat und dadurch vielleicht auch 2 dB weniger Höhenanteil. Und wenn du so einen Mix gerade in der Rockmusik stark komprimierst, hörst du, dann ist die Snare dann weg an der Stelle. Ne? Und du denkst, hä, da habe ich doch gespielt. Aber es ist, ne, durch die Klangdichte musst du dir dann teilweise einfach meistens die eigenen Samples dann noch mal drunter legen oder drüber legen, damit das dann so ein bisschen, ich nenne das immer equalized ist, ne? Also gleich gemacht ist. Hm. Sodass praktisch gerade Bassdrum und Snare zu jeder Zeit immer gleich drücken, gleiche Frequenzanteile haben und deswegen macht man das, wie Tom schon sagte. Ja, und der Punkt ist dann auch, weil es kommt immer auf die Musik an, ne? Da ist ja jetzt relativ viel los, also im Sinne von gespielte Akkorde pro Zeiteinheit und so. Und da wird auch auf dem Becken ganz schön rumgewämst. Das ist halt auch so eine Sache, wenn es ein entspannterer Track ist, der nicht so dicht ist, dann kommt man auch mit einem echt aufgenommenen Schlagzeug, was man nicht großartig vergleichmäßig ganz gut durch mit so einem Mix. Aber wenn da richtig was auf die 12 gehen soll, dann hat man da, glaube ich, gar keine andere Chance, außer einer totalen Maschine als Drummer. Das ist definitiv so, kann ich aus Erfahrung bestätigen. Ne? Jetzt war hier bei die Möglichkeit, eben diese Einzelspuren ohne Schlagzeug herunterzuladen. Mhm. Das gibt es als Logic und Cubase und Live-Projekt. Hier ist es zu sehen. Mhm. Und im Arrangement ist dann auch schon hier ein Contact-Player mit der Drummica-Software. Und ich habe jetzt hier unten schon mal so meine Version des Drum-Programmings. Kannst du mal so aus Spaß nur die Instrumental-Tracks ohne Drums anspielen? Nicht so. Nur aus Spaß, sondern das ist ja ganz extrem wichtig, weil so habe ich ja angefangen. Das war ja meine Ausgangsposition. Ich habe im Prinzip dann nur das Playback gehört und musste jetzt überlegen, okay, wo fange ich denn da jetzt an? Na, wo geht's hin und an welchen Stellen möchte ich welche Art von Drums haben? Wir können ja mal in den ganzen Track mal durchhören, ohne Drums, dass man etwa mal ein Gefühl dafür kriegt, was das für eine Herausforderung ist. Run to the final shore. It's snowing, but I'm riding only at 3:44. My emotional baggage gets stolen at the door. It's cold and windy, but I can still enjoy. Georgina, babe, one of the most. Look at this, she's at him. Drop the raw steel dream, now let me go. There's gonna be no winter, no. There will be no winter.
Ja. Soll jetzt erstmal schon langen, denn ich habe mir das angehört. Erste Reaktion war, ist das denn wirklich alles ein Tempo? Weil es doch sehr verschiedene Parts sind, die mal anziehen, mal wieder zurückgehen, und hatte erstmal erwartet, eventuell könnte da sowas Gemeines wie ein kleiner Tempowechsel drin sein, ist aber nicht. Also das Ganze ist 82 BPM und ich habe angefangen mit diesen beiden Parts, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich die drummäßig erstmal im Griff habe, dann kann ich das andere Zeug davon ableiten. Und hier fand ich zum Beispiel sehr, sehr schwierig an dieser Stelle, weil es hat da immer so Akzente drin, immer so, es schiebt immer mal so rein. Also es ist nicht nur durchgehend straight. Und da habe ich dann nicht lange gesucht, aber doch suchen müssen. Ja, aber irgendwie die Frage ist dann bei sowas doch auch immer, okay, man hat ja jetzt irgendwie das, man hat die Vorgabe von dem Original, was dumm ist, wie ich finde, weil dann hat man schon mal, ist man so vorgefertigt im Sinne von, wie es denn gemeint ist. Ja. Und das ist doch halt so ziemlich punkig und so White Stripes-mäßig und so dengelig, was ich jetzt so da gerade spontan gehört habe. Und da hätte man also bei solchen Sachen immer so die Möglichkeit, das dann irgendwie, also Halftime-mäßig zu interpretieren, wenn da halt so relativ viel los ist in dem Track, oder das irgendwie ein bisschen straighter zu machen als Alternative, wenn man denn dann noch akustische Drums nimmt. Aber das ist halt natürlich auch, wäre mal interessant, was Martin da so spontan sagen würde, wenn es denn darum geht, irgendwie gab es denn da so eine Idee, also irgendwie baut das nach, was ja langweilig ist. Nee. Also die Vorgabe ist sogar so, dass... Oder interpretiert es anders. Und das wäre dann halt mal spannend, was Martin da so spontan getan hätte. Also die Vorgabe für diesen Wettbewerb ist gewesen Drum and Remix Challenge. Also du darfst die Spuren umarrangieren, Sachen rauslöschen, noch was dazu spielen. Also das ist ein fließender Übergang. Also kannst du eben versuchen, das nachzuprogrammieren, was in der Vorgabe stattfindet. Aber du kannst auch was komplett anderes machen. Das haben auch schon viele gemacht, was man hier auf der Soundcloud-Seite auch hören kann, wo schon die ersten Sachen eingegangen sind. Da gibt es sogar schon so ein wirklich extremes Beispiel. Ich gehe mal hier rein, ich suche das mal gerade. Na, wo ist er denn jetzt? Den fand ich ganz cool da, der Typ mit der Gitarre. Der hat auch hier schon die meisten Herzchen bekommen. Der hat auch einen ganz fetten Sound gemacht. Also ich habe da gestern Abend mal kurz reingehört. Also wie weit man das treiben kann, kann man hier hören in dem Juxley Remix. Da würde ich schon mal sagen, das ist wirklich Remix, das ist komplett umgebaut und hat mit dem Original nur wenig zu tun. Wir können ja hier beim Mind Movie Music Service mal auch mal reinhören. Auch eine andere Interpretation, doch relativ nah am Original und auch von Benjamin Müller. Auch aber wir wollen heute für unsere Sendung uns mal darauf reduzieren, wir wollen was machen, was nachher klingt wie ein richtiges Schlagzeug, was auch angelehnt ist an das, was die Vorgabe war. Wie gehe ich da vor, Martin? Fühlen. Was? Du musst den Song fühlen, nicht denken, fühlen. Okay. Also im Grunde genommen, lass den Song auf dich wirken und
Hör auf den Gesang, hör auf die Instrumente, die da spielen und lass es auf dich wirken, und weil die erzählen ja eine Geschichte. Und du solltest diese Geschichte so gut wie möglich begleiten. Weil letzten Endes die Drums bilden ja die Struktur des Ganzen. Ne, Rhythmus ist Struktur. Und ja, du musst dann so ein bisschen erfühlen und da keine Kopfgeburt draus machen. Ich finde das immer ganz wichtig. Sondern erfühlen, was der Interpret eigentlich da möchte, was er zum Ausdruck bringen möchte. Und das solltest du so perfekt wie möglich begleiten, weil das ist letzten Endes der Job des Trommlers. Nicht irgendwie irgendwas zu machen, sondern genau das Richtige zu machen, was den Song unterstützt. Ich habe da jetzt gerade witzige Versionen gehört. Ich meine, ich komme natürlich jetzt auch aus diesem Soundgarden, Audioslave Lager, weil der Sänger erinnert mich so ein bisschen an meinen Lieblingssänger Chris Cornell. Und vielleicht ist es sein kleiner Bruder. ich finde das eine coole Mucke. Ich meine, die BPM-Zahl verrät auch schon, dass es natürlich Halftime ist, wie Tom eben schon sehr richtig bemerkte. 82 BPM heißt 82 Viertel pro Minute, wird dann auch mal gerne falsch interpretiert. Und jo, das ist ein langsames Tempo, heavy. Das heißt, der klassische John Bonham-Style ist dann natürlich erstmal oder bietet sich an oder drängt sich förmlich auf, weil die Band geht, glaube ich, auch so ein bisschen in diese Richtung. Weil letzten Endes kannst du alles immer wieder auf Led Zeppelin zurück reduzieren. Ne? Klar, man könnte jetzt auch was ganz Wildes machen, wie dieser eine Kollege, wo du schon sagtest, das geht so ein bisschen Richtung Remix, auch cool. Das ist natürlich dann nachher eine Geschmacksfrage. Ne? Also es kommt immer darauf an, was der Song in dir auslöst und was für Ideen du hast. Also man sollte das tatsächlich erfüllen und jetzt nicht irgendwie da so sophisticated rangehen, weißt du? Okay, wenn wir jetzt gefühlt nicht ganz sophisticated rangehen, also ich erkläre dir mal, wie ich rangegangen bin. Also ich habe mir überlegt, okay, ich bin erstmal durchgegangen und habe gesagt, wo ist für mich die problematischste? Ich versuche es so zu machen, dass ich erstmal mich an diesen beiden Teilen, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich wirklich mal in mich gehen und überlegen, wie ich das umsetzen kann. Und da hatte ich die meisten Schwierigkeiten hier mit dieser Stelle. Da spielt ja der Bass das hier. Alle spielen kack, 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 kack. So, und ich sage ja immer, der Bassist ist ja auch Teil der Rhythmusgruppe und Gib die Bassdrums vor. gibt eigentlich die Bassdrums vor, genau. Ganz Und einfach. ich habe Hörst das du das so, dann ja sofort. ich habe das sogar schon in Bands, in denen ich gespielt habe, war das schon mal immer öfter ein Problem mit dem Bassisten. Da habe ich immer gesagt, hey, hör doch mal, was der auf der Bassdrum spielt. Das musst du mit unterstützen. Du musst nicht genau immer dann spielen, wenn die Bassdrum spielt, aber es muss schon irgendwie, das muss total zusammenpassen. Ja, Es jetzt ist es gibt. genau umgekehrt. Bitte? Jetzt ist es ja genau umgekehrt. Ja, Das ist genau. der Schlagzeuger, der vermeintliche Schlagzeuger hören, was der Bassmann spielt. Ist ja auch kein Problem. Hört man ja auch direkt. Ne? Und ich hatte Schwierigkeiten und das habe ich dann darunter gelegt. Bin ich so richtig zufrieden, bin ich damit nicht. Was ist da jetzt bassdrummäßig eigentlich voll daneben? Mach mal die anderen noch an, ich mach noch den Bass noch mal an dazu. Zu viele Bassdrums, ne? Ja, kannst es auch so spielen, kannst auch die Bassdrum-Schläge nochmal verdoppeln, wenn du das da haben möchtest, aber es wäre ein bisschen schade, würde ich sagen, weil natürlich diese schöne Rhythmik so ein bisschen verwässert würde. Also das heißt, du würdest eigentlich polyrhythmisch das Ganze angehen, das heißt, du würdest da deine eigene Rhythmik drunter setzen, die nicht so ganz hundertprozentig mit dem übereinstimmt, was da schon drauf ist. Ich würde vom im Grunde genommen gucken, dass ich tatsächlich die Band unterstütze und pushe. Das ist ja mein verdammter Job als Trommler, Absolut. nach vorne bringen. Und wenn du jetzt alles kaputt spielst, also das heißt, alle 16. Noten bekleidest mit einer Bassdrum, ist es mitunter vielleicht sogar ein bisschen langweilig. Ne? Ja, also da bin ich auch wirklich nicht glücklich mit. Hör doch einfach, was der Bassist da spielt. Also der gibt das ja ganz konkret vor. Das ist ja schön aufgenommen. Da sind immer diese 16. Synkopen auf der
ich glaube, das ist die 4 und E, ne? Und das musst du irgendwie so ein bisschen mitbetonen. Das macht ja auch die Gitarre mit. Das ist ja da auch so ein bisschen die Idee an der Stelle. Ich glaube, das ist die Bridge jetzt, ne? Ich habe ja, jetzt Song noch nicht. Ich spiele das nochmal an, kurz. Ja. Ja. Es ist, sorry, es ist ja halbtaktig. One, two, three, four ist ja da die Zählzeit, ne? 82 BPM. Das heißt, du hast auf der 2 und E und auf der 4 und E jeweils einen Stopp, beziehungsweise eine Art kleinen Akzent. Ne? Kannst du richtig abgehen direkt. Ne? Hi jetzt schön auf die Achtel, am besten so bald aufmachen. Dann qualmt die Scheiße. Ne? Mal hören, was ich dann in Hi jetzt habe. Also das ist... Okay, wollen wir diese Stelle gleich mal überspringen? Ich hätte ganz gerne noch was zu gesagt. Ja. Right Backen ist natürlich, wird mittlerweile immer mehr verbannt, so, weil es halt klingt immer ein bisschen Yahtzee, ne? Wird dann manchmal gerne noch in so einem Breakdown oder in so einem Zwischenpart benutzt, aber meistens kacheln die auf Hyatt, also in dem Genre jetzt, ne? Wohl ja, genau. Ja. Kacheln die mehr auf Hyatt und nachher im Ref auf Crashback. Ne? Da werden die Crashes auf Achtel gespielt. Ne? Ist ja halt so Crossover. Ne? Hört ja die ganzen Bands an, ne? von Audioslave über wie sie alle heißen. Und, oder so modernere Bands wie Blood Red Shoes oder ganz neu hier auch Royal Blood, finde ich super geil. Es ist, wie Tom schon sagte, dieser heutige Crossover ist ja eigentlich eine Mischung aus allem. Da hört man ein bisschen Led Zeppelin raus. Es ist dann aber auch gleichzeitig ein bisschen punky. Ne? Und ja, da wird halt viel die Hi-Hat geprügelt, aber nicht zizzelig. So, weißt du, so... ziemlich offen, ne? Bloß kein Jeff Porcaro, ne? Also ein bisschen grobschlächtrig. Also im Grunde immer im Sinne von unserem Gott hab ihn selig John Bonham, der ja so diesen Holzfäller-Style so ein bisschen mitkreiert hat, Ende der 60er. Ne? Also praktisch so auf die Fresse Drums. Ne? Und das bedeutet bei so 82 BPM, Achtel Hi-Hats offen gespielt und im Ref dann durchcrashen. Boah. Fertig. Ja, und schmeißt das Ride-Becken raus. Okay. Und, Tom, du hattest noch was dazu beizutragen. Ja, jetzt noch mal so die Überlegung für das Gesamte dann natürlich ist so ein anderes Denkkonzept. Aber das ist irgendwie auch so ein bisschen speziell mein Geschmack natürlich. Ne, ist natürlich alles letztendlich Geschmackssache. Wenn man sich das so anguckt, da ist halt relativ viel los. Da ist ja irgendwie sechzehntelmäßig das mit dem Bass und diesen Gitarren so leicht synkopiert, versetzt. Und ich betrachte das immer so ein bisschen wie an der Nordsee, diese Stelzenhäuser, ne, die ihr vielleicht kennt. So, die stehen auf ein paar festen Beinen und so, und dann ist da oben noch so Verstrebungszeug am Start. Und okay. So das Wesentliche bei diesem Beat ist eigentlich nur... so ein vorgezogener. Und das wären eigentlich die Hauptbeine, auf die das Ding steht. Und da würde ich erstmal, da würde ich anfangen und dann vielleicht was draufsetzen, was das ganze Ding irgendwie oben zusammenhält. Das wäre vielleicht so eine Achtel-Hi-Hat, aber auch nicht so laut und nicht so, so dominant. Und wird dann halt nur ab und zu so ein paar Stellen füllen und gar nicht so viel Gerappel machen, um noch ein bisschen Platz zu haben an irgendwelchen Stellen, wo du dann vorhin zum Beispiel sagtest, wo du dachtest, eigentlich müsstest du da doch jetzt schneller werden und anziehen, dass du noch ein bisschen Platz nach oben hast. Ja, ja, ja. Denn wenn du schon mit relativ viel Geklöppel pro Zeiteinheit anfängst, dann hast du ja nicht mehr viel Platz nach oben. Ne? Und du kannst es dann nur voller und dann letztendlich unmischbarer machen. Ja. Ne? Das ist ja halt auch so ein Ding, dass... da kann ich aber auch wieder an den Martin verweisen. Also die Sachen dann halt noch mischbar zu machen mit den vielen Anschlägen von den Drums und den Instrumenten dazu. Das ist ja dann auch nochmal eine ganz neue
nee, dann die nächste Herausforderung, das dann halt so klanglich zu sortieren, dass das dann noch Sinn macht, ne, mit den vielen fatzig gespielten Hi-Hats und so. Wie viel da denn so passen würde auf so eine recht schon volle Bass- und Gitarrengeschichte? Ich finde es auch, da bin ich unglücklich mit der Stelle, die ich da gemacht habe. Deswegen würde ich gerne schon zur nächsten springen. Und zwar hier an diesem Part. Und dieser, die hätte ich wahrscheinlich noch mehr unterstützen müssen, ne? Definitiv. Das ja, und ist vor allen Dingen das sind ja die Hauptakzente dann zum Schluss im Ref, ne? Mhm. Die machen nur Sinn, wenn der Drummer da gnadenlos das Unisono mit spielt. Also dadurch entsteht ja dann auch der Effekt, dass das dann da richtig kernig wird und gepusht wird. Und da hättest du gerade spielen können, finde ich irgendwie. Ja, es ist doch relativ gerade, ne? Ja, du machst das. Stimmt. Hip-Hop-Beat, sorry. Meinst du, er hätte ganz straight sein können? Bum, cha, bum, cha, bum, cha, bum, cha, ba, 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 ba. So eher, ja, genau, ne? Genau, an der Stelle, genau. Und dann wieder aufmachen an den anderen, dass es wieder ein bisschen Luft gibt. So. Ihr seht jetzt hier schon, ich habe hier auch noch eine Region drin. Als Fill und Übergang. Sowas finde ich ja auch in Drummaker und vielen anderen Drumplayern. Fills, Endings und so weiter. Aber so Akzente, muss man die dann immer praktisch per Hand einzeichnen? Diese Sachen? Oder kennt einer von euch beiden ein Produkt, das auch Akzente unterstützt in irgendeiner Weise? Ja, weil ich habe ja jetzt das Problem, ich habe jetzt hier in MIDI-Region, sieht man ja auch, habe ich aus dem Drummaker auch reingezogen, weil ich dachte, das passt am besten. Aber die Akzente finde ich nirgendwo in irgendeinem vorgefertigten MIDI-File-Presets. Wisst ihr, was ich meine? Was also wo ist da die Hilfe? Akzent? Muss ich da jetzt wirklich bei so einer Geschichte, wo es geht, in den Editor gehen und jetzt die Noten schieben? Oder kennt ihr irgendein Produkt, wo man sagt, ja, mit dem Modulationsrad kommt das Akzent rein oder so? Das wäre da eigentlich mal eine Maßnahme. Ne? Nee? Was ist denn ein Akzent? Ein Akzent ist ein lauter Schlag, der lauter ist als die anderen Schläge. Das ist ein Akzent. Und da haben wir das Problem bei MIDI. MIDI hat so seine schönen 127 Stufen. Und wenn man das mal, glaube ich, ausrechnet, sind das, glaube ich, kann MIDI maximal 40 dB. Und das ist das ganz, ganz große Problem von MIDI. Das merkst du auch an Drumsets, also E-Drumsets. Entweder sind die E-Drumsets so laut, dass du dir direkt die Ohren zuhältst, dann machst du sie leiser, dann kommen die lauten Schläge aber nicht mehr richtig durch, weil die Range ist so eng. Ne? Weil wenn du deine eigenen Schläge mal analysierst, du kannst ja wirklich von ganz leise nach ganz laut spielen, da hast du eine Range von vielleicht 100 dB und MIDI macht 40 dB. Und das ist wahrscheinlich das, was du auch meinst, und das ist das Problem, was fast alle haben oder überhaupt alle. Das ist leider das Problem, meiner Meinung nach, dass wir mal MIDI neu überdenken sollten, wenn wir da richtig Ausdruck reinbringen wollen. Oder du musst es halt dann eben nachher nachbearbeiten. Ne? Das heißt, zu Fuß machen wahrscheinlich. Ne? Zu Fuß machen, die MIDI-Noten alle einmal aufnehmen, also praktisch das als Audio-Track nochmal fertig machen. Ja, also das heißt, den Drum-Sampler, den du da jetzt genutzt hast, aufnehmen mit allen Sounds und dann die, wenn dir da die Akzente nicht stark genug sind an der Stelle, dann tatsächlich gnadenlos lauter ziehen. Ne, dann auf 0 dB hoch. Also du darfst natürlich nicht alles auf 0 dB aufnehmen, sondern eher umgekehrt. Nimm es auf, was weiß ich, minus 10 auf und dann hast du noch 10 dB Range. Aber das ist ein Riesenproblem bei MIDI. Ne? Man will dann fester reinhauen auf der Keyboard-Taste oder auf dem Pad, je nachdem, wie du das jetzt auch eingespielt hast. Ich weiß es ja nicht, vielleicht hast du es auch Step-by-Step gemacht. Nee, ich zeig dir das mal. Es gibt im Jamaika Beats. Vorgefertigte Pattern und da habe ich mich bedient. Und da war jetzt eben die Frage, die ich so in den Raum stellen wollte, ist,
das ist ja gut und schön, dass ich hier jetzt vorgefertigte Pattern habe, aber diese Akzente, also diese Betonungen oder Sachen, die, wie wir es eben gerade gehört haben, so ein bisschen rausstechen, die sind ja da meistens nicht berücksichtigt. Da muss ich ja dann im Prinzip in den Editor reingehen und das machen und die Sachen dann entsprechend schieben oder lauter machen. Das würde ich mir so wünschen, dass man hier in diesen Templates, gibt es Intros, Fills und Endings, auch nochmal so Akzente. Oder ist das alles Quatsch, was ich da erzähle? Thomas? Ja, ich meine gut, dass also mit so einer generischen Library ist halt schwierig, vorauszuahnen, was in einem Jahr vielleicht ein Mensch mal an Akzent an welche Stelle irgendwie setzen möchte, okay, mit seiner Kreation. Ne? Mhm. Das müsste man halt so, das müsste dann halt schon so ein irgendwie Audio-Track to Very Smart Drum Module Converter sein. Mhm. Ne? Das könnte man sich ja vorstellen, dass man, keine Ahnung, so eine Gitarrenspur nimmt und die halt als Chef für einen Drum Groove Generator benutzt. Ne? Das müsste aber schon irgendwie ziemlich schlau sein. Also das muss man dann schon setzen, wo man halt die Sachen haben will. Eine Idee ist dann meistens, für solche Sachen einfach eine zweite Spur mit einem zweiten Drumkit zu nehmen und sich dann halt, keine Ahnung, wenn es Toms sein sollen oder irgendwie eine Snare, dann Sounds zu nehmen, die ein bisschen prägnanter sind und die dann einfach draufzulegen. Also im Prinzip das Gleiche, was man bei einer Drumproduktion macht, wenn das akustisch gespielte Schlagzeug nicht sich durchsetzt an manchen Stellen, dass man das dann halt doppelt mit anderen Dingen. Und dann kriegt man schon ein bisschen mehr Fülle, ohne unbedingt was da mit dem Pegel zu machen oder einen anderen Charakter, indem man halt ein anderes Snare da drauf legt. Mhm. Zum Beispiel, wenn man da so ein betonen will. Und die Snare ist aus dem Set nicht leistet, weil die nur also klanglich auf eine gewisse Art und Weise gesampelt ist. No. Wollen wir den nächsten Part mal reinhören? Ja, mach mal. Hab ich hier gemacht. Hör, was der Bass macht. Der wäre auch eine straightere Bassdrum angesagt gewesen, ne? Wenn man jetzt so den Bass da hört. Ja. Geht aber auch, ne? Ja, also das würde ich da eigentlich, wenn ich jetzt den Bass hören würde und so, dann würde ich das, also würde ich die Drums einfach komplett halbieren. An der Stelle. Ich weiß jetzt nicht, wie das in dem Zusammenhang. Ach so, ja, können wir ja mal hören. Des Stücks funktionieren würde. Ist der Zusammenhang, Tom. Aha, okay. Also ich habe so. Für mich war das gefühlt nochmal eine Steigerung zu dem Part, der vorher kommt. Ja, ja, klar, schon. Aber ist schon alles ziemlich, es rauscht im Hintergrund durchgehend. So. Und das wäre mir jetzt ein bisschen zu unaufgeräumt. Ist aber, wie gesagt, Geschmackssache. Martin, was hast du? Ja, ich würde auch, ich schließe mich da Tom an. An der Stelle ist, kommt ein anderer Part und den muss man auch klanglich absetzen. Also entweder geht man wieder auf die Hi-Hat zurück vom Gecrashe, dann zurück auf die Hi-Hat und macht dann eben diesen Trick, vom Double Time wieder in den Fulltime zu gehen. Mhm. Oder was ihr jetzt vielleicht als Halftime bezeichnen würdet, aber es wäre 82 BPM, ist ja Fulltime. Ja, und das andere, was du gemacht hast im Chorus, ist Double Time. Bedient, ist einfach zu verdoppeln. Ist in Ordnung, kann man so machen. Wie gesagt, mir fehlen natürlich da die ganzen, weil ich
komme natürlich aus der Szene, mir fehlen alle Akzente, die der Bass spielt, die du da irgendwie nicht spielst. Aber wenn ich natürlich auch höre, dass du da gewisse Loops genommen hast, ist das natürlich klar, dass das dann sehr, sehr schwierig ist, da irgendwie was Vernünftiges drunter zu finden, weil ich würde vom Approach dann so rangehen, ich würde natürlich das dann midi-mäßig, entweder wenn ich das nicht zur Verfügung habe, einzeln eintippen, weil ich schon weiß, wie es ja klingen muss, kann ich es als Trommler auch eintippen. Oder man spielt es mit Pads ein oder notfalls auch mit Tasten. Aber bei so einem komplexen Rockstück würde ich da nicht so mit Loops rangehen. Ne? Da wirst du ja wahnsinnig. Da brauchst du ja eine halbe Ewigkeit, bis du dann die richtigen Loops und wie du auch schon sagtest, dann die entsprechenden Akzente findest. Das solltest du einprogrammieren. Ne? Und MIDI bietet ja die Möglichkeit, zumindest eine gewisse Range bietet dir das MIDI-Format, dass du da auch mit leisen und lauteren Noten arbeiten kannst. Und jetzt zum Thema zurück hier mit diesem Mittelpart, da würde ich wahrscheinlich wieder auf die Haie zurückgehen, Halftime oder vielmehr den 200-Speed im Fulltime. Und vor allen Dingen auch da wieder auf die Akzente zu achten, die Bass und Gitarre machen. Also ganz, ganz wichtig, sonst spielst du da, weil sonst klingt das so, als wenn da einer irgendwie im Nebenraum sitzt und zum gleichen Tempo zu einem anderen Song spielt. Ne? Ja, genau. So, das war. Ist das alles so versehen? Das klingt dann alles so versehentlich. Ne? So. Ja, du hast es schon angesprochen. Ich habe mich da auch wirklich schwer getan. Ich bin ja kein Schlagzeuger. Also ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Deswegen greife ich natürlich auf vorgefertigte Loops und Presets zurück, die ich dann versuche anzupassen oder ein bisschen zu modifizieren. Das ist schwierig. Aus besagten Gründen nehme ich immer diese, also ich glaube auch, dass da die größte Herausforderung ist, eben eingehen zu können auf diese speziellen Akzente, auf diese Feinheiten, die da gespielt werden. Und wenn man da kein Schlagzeuger ist, hat man da ein echtes Problem. Ne, Thomas, du doch auch. Absolut, ja. Deswegen ist es ja halt eine großartige Sache, dass man halt auf den Martin on Demand auch zurückgreifen kann. Genau. Weil irgendwie, wir hatten letztes Jahr mal mit diesem ersten Motorshow-Song dann auch genau das Ding. Ich habe da einfach simpel was dahin gestümpert und Martin hat dann drauf gespielt und das war dann sofort eine andere Welt. Wobei mir jetzt gerade einfällt, das wäre doch mal eine Challenge. Da sollte doch jemand mal mit dem Budget rüberkommen und einfach Martin auf diesen Song buchen und mal spielen lassen als nochmal Vergleich. Du sprichst das, meinst mich, die Königsklasse. Mit dem Budget oder was? Bitte was? Muss ich mal nachher, nach der Sendung mit Martin mal eine kleine Gagenverhandlung. Ach, ich gehe mal auf die Seite und guck mal, was das kostet. Du hast doch Werbepartner, ne? Und es gibt doch Menschen, die vielleicht mal an den an tieferen Erkenntnissen bezüglich Drum-Recording und Spiel und Produktion auch interessiert sind. Und das wäre halt mal eine Sache, die dann halt auch nachvollziehbar ist. Und ich meine, fällt mir jetzt so spontan ein. Ja, das ist eine gute Idee. Könnte man ja drüber nachdenken. Machen wir dann mal. Weil, so viel ich weiß, Martin, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber bei dir ist ja halt alles quasi aufgebaut und mikrofoniert. Du wärst ja quasi ständig ready to go, wenn du nicht selber auftrittst. Ich hab's ja auch. Professional Drumming for Your Music. Martin on Demand. Da ist er. Ja. Genau. Wie funktioniert das? Ich würde dir jetzt das Playback schicken, Stereo, ohne die Drums und krieg von dir eine Drumspur. Ganz genau, ja, du kriegst natürlich die Einzelspuren alle. Ich kann dir das natürlich auch bouncen auf eine Stereospur, wenn du sagst, das reicht dir. Aber ich kann dir natürlich für die weitere Nachbearbeitung das auch alles einzeln schicken. Ne? Je nachdem, auf welchem System du arbeitest, kann ich dir auch ganz easy WAV-Files schicken oder eine OMF-Datei. Oder wenn du jetzt, in meinem Fall, ich arbeite mit Pro Tools und du hast auch Pro Tools, ist es natürlich am einfachsten, klar. Aber ich kann ja die Einzelspuren auch einzeln exportieren und auf ein AF- oder WAV-Format dann auch per USB-Stick oder via Datenautobahn zukommen lassen. In dem Falle meistens arbeite ich so, dass ich mir einen Stereo-File kommen lasse. Es darf Mono sein, links die gesamte Musik und rechts der Click-Track, dass ich den mit meinem Click-Track angleichen kann. Aber meistens
gibt es da auch keine Anpassungsprobleme. Aber sicherheitshalber ist es immer gut, wenn ich rechts von so einer Stereospur, also rechts gepennt, also hart rechts gepennt, den Klick habe und ganz links dann das gesamte Playback. Und dann kann ich mir das ja, weißt du, dann auf dem Rechner dann den Klick separat laut und leise machen und auch das Playback. Kann dann, cool. Also ein Briefing ist natürlich nie verkehrt, ne, weil du weißt, man kann in 1000 verschiedene Richtungen arbeiten und über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Das heißt also, ein Briefing vorweg ist immer wichtig, dass ich weiß, was derjenige möchte, wo er so hintendiert, auch so vom Taste und auch vom soundlichen Taste und vom spielerischen, weil da gehen ja die Meinungen so weit auseinander. Wie gesagt, ich würde jetzt diesen Song hier so auch, weil er ein Crossover-Song ist, Crossover-mäßig interpretieren, aber da gibt es auch natürlich andere Ansätze, wo man sagt, nee, ich will eben genau was ganz anderes haben und mache mir dann Jazz-Drumming drunter. Ist dann auch möglich. Also das heißt, Briefing ist wichtig und dann kann ich so ein, zwei Angebote mal zuschicken, ob es so genehm ist und wird das natürlich noch so ein bisschen schön machen, Spur ein bisschen sauber schneiden und dann kriegt man die ganzen Einzelspuren oder wenn das too much ist, kann ich das auch auf eine Stereospur runterbrechen und schon auch anmischen. Ne? Also das ist dann je nach Kundenwunsch. Also mein Kundenwunsch, Martin, wäre in diesem Fall Stereo, bitte. Weil da... Weil so ein komplett gemikter Drumkit dann da wieder so zusammen zu mischen, dass das wieder richtig klingt, das traue ich mir ehrlich nicht zu. Da habe ich schon mal meine. Was? Wie viele Spuren nimmst du auf, Martin? Dann so von so einem klassischen Rockschlagzeug-Ding? Was käme da zusammen, wenn du alles anbieten würdest an Spurenmenge? Jetzt nur mal so kurz. So ja, bei so einem klassischen Grunge-Set nenne ich das mal, ne, so mit einem Hängetom, Standtom, Bass und Snare, so wie das ja hier in diesem Genre auch gerne mal gespielt wird. So mit einer Black Beauty dabei und dann eben auch von oben und unten alles abgenommen, also Schlagfell, Resofell, bist du schnell bei 18 bis 20 Spuren mit zwei Raumspuren noch dabei, Overheads dabei, auch nochmal so ein Stereo bitte, Stereo, Stereo. Ja, deswegen. Ja. Aber wir sehen schon, das ist halt schon eine diffizile Geschichte, das dann irgendwie ordentlich so hinzukriegen, auch mit dem Raum. Und, ja. Aber ich greife mal deinen Hinweis oder deinen Vorschlag auf. Frage nicht in die Runde, sondern frage meine Zuschauer, wenn euch das interessiert, wie das denn klingt, wenn der Martin zu so einem Track Drums on Demand macht, dann würde ich ihn mal beauftragen. Also schreibt mal in den Kommentaren auf YouTube oder auf unserer Webseite, ob euch das interessiert. Und dann werde ich mal ein Gespräch mit Martin führen und ihm einen Auftrag erteilen. In Stereo. Ja, bitte. Kommen wir zum nächsten Teil. Da habe ich mir hier erlaubt, in diesem, ich nenne so eine Art Break, was ganz anderes zu machen als in der Vorlage und auch anders als die meisten das interpretiert haben. Stop the clocks and start that engine. Also so eine Art Filz reinzumachen, so ein bisschen Geschnüsel. Und was auch sehr, sehr schwierig war und ist dann diesen Übergang, also diese Breaks immer gut hinzukriegen. Also von diesem Teil dann in den nächsten. Diese, wie nennt man das? Filz, ne? Übergänge. Auch ein echtes Problem. Filz, B-Teil, ja. Klar. Ja. Ja, das ist echt Arbeit irgendwie. Also da kannst du schon ganz schön lange dran rumbauen. Mhm. Das ist ja immer so dieses Ammärchen, ne? Gerade bei so einer komplexen Musik kann ich dir garantieren, dass du dann als, selbst mit Soundcheck und allem drum und dran,
und mit einem halbwegs guten Trommler das schneller hinkriegst, als wenn es vernünftig, also schneller hinkriegst als ein vernünftiges Programming. Weil das ist, wie Tom schon sagte, Schweinearbeit, dass, also wenn man es authentisch hinkriegen will und jetzt nicht irgendwie da das in irgendeiner Form witzig verwursten oder irgendwas anderes draus machen will, ein Remix oder was, ist das richtig Schweinemaloche, gerade wenn da noch so Parts kommen. Für mich ist das total easy, als Trommler dann sofort mich da einzufinden, einzufühlen. Ich spiele halt das dann einfach mit. Fertig. Ja, ja, ja. Zwar, da ist da der, da ist, der Akzent ist da auf der 3 und alles klar, hier ist der Break. Gut, ich muss dann auch mal kurz üben, logisch, und dann zockst du das aber ein. Und das sind dann manchmal, hast du dann schon in einer halben Stunde halbwegs passables Ergebnis. Und dann machst du ein bisschen Soundcheck noch vorweg, rechnest das dazu. Wenn du es jetzt richtig professionell machen willst, ja, rechne da mal mit 2-3 Stunden, allerdings mit Soundcheck, ne? Dass du auch mal so 2-3 vernünftige Versionen dann einspielst. Man muss sich auch immer ein bisschen eingrooven. Versucht da, also ich weiß das aus eigener Erfahrung, wenn du dann anfängst rumzuprogrammieren, dann sitzt du dann manchmal erst einen Tag dran. Ja, ja, ja. Also, ich fand das hier schon sehr, sehr mühselig, obwohl ich mich ja hier primär aus den Presets bedient habe, da immer so Sachen zu finden und das. Fand es auch gerade bei diesem Titel, wo es so viele verschiedene Parts mit so vielen Akzenten und Übergängen gibt, sehr, sehr, sehr aufwendig. Also Respekt an alle diejenigen, die jetzt schon was hochgeladen haben zu dem Challenge. Da waren ja viele Sachen dabei, die wirklich schon sehr, sehr gut klangen. Also da muss eine Menge Arbeit drin stecken. Ne? Definitiv. Ja, ja, und dann ist halt auch noch die Frage, also womit man es denn dann halt macht. Weil die unterschiedlichen DAWs, die haben ja auch unterschiedlich komfortable Drum-Programming-Features und so. Mhm. So, die einen haben da quasi nur die Piano-Rolle also bei Cubase gibt es ja zum Beispiel diesen Drum-Editor, den ich früher mal ganz, ganz cool fand, weil da hat man auch immer gleichzeitig direkt Zugriff auf, also da kann man schon mal im Grid klicken und die Velocity dann auch noch einstellen. Da kann man schon irgendwie relativ gut weiter, wenn das Teil denn dann gerade zu dem Drumkit passt mit dem ganzen MIDI-Mapping und so weiter. Ist halt auch immer noch die Frage. Ja, da finde ich ja den eingebauten Logic-Drummer ganz gut für jemanden, der eben gar kein Schlagzeug spielt. Da hat man hier diese Matrix, die ist ja jetzt auch schon von dem einen oder anderen Programm übernommen worden, wo man dann eben hier wenigstens so Komplexität einfach lauter, leiser machen kann, hier noch die Drum-Instrumente ein bisschen anpassen. Das ist ein ganz gutes Tool für Leute, die eben gar kein Schlagzeugverständnis haben, so wie ich. Ja, und da kommt auf jeden Fall auch immer Musik raus. Das finde ich echt gut bei diesem Logic Drummer. Aber man kommt am Ende des Tages doch wieder in die gleichen Problemregionen wie mit anderen vorgefertigten Presets und MIDI-Files. Es ist dann doch immer nicht ganz richtig. Es ist super, wenn man eine Idee hat für einen Song, geht erstmal rein mit dem Drummer oder hier mit Drummica, macht sich dann Drum-Playback und spielt dann Gitarre dazu oder was, weil dann folge ich nämlich dem Drums. Aber das ist es ja auch. Ja, das ist es. Ne? Ich meine, warum Bands funktionieren oder nicht funktionieren, ist halt, weil die mehreren Charaktere so sind, wie sie sind und so miteinander funktionieren und jeder seine musikalischen Fähigkeiten hat und sich von den anderen unter Umständen auch noch musikalisch kicken lässt. So, das ist halt so das Set an Tools, was man hat. Und keine Ahnung, ein Vinnie Colaiuta ist in einem Metal-Drummer nicht drin und umgekehrt und so. Aber deswegen gibt es halt auch diese Stilistiken und diese Einzigartigkeit und diese Persönlichkeit, diese musikalische. Und das Gleiche funktioniert auch bei der Denke, wenn man halt sagt, ich will alleine was an den Start kriegen mit Sequenzern und so. Dann lasse ich mich dann am besten darauf ein, was mir das Ding dann einfach gibt. So. Und lasse mich davon auch treiben und inspirieren. Dann wird es halt auch schon gleich wieder zu einem Vorteil und nicht zu einem Problem. Mhm. Weil wenn ich versuchen will, dem da was aufzudrücken, was in dem Ding einfach nicht drin ist, ne? Ja. Also aus dem Toaster kommt auch kein Radio, so, dann würde ich, das wäre extrem frustrierend, wenn ich vorm Toaster sitzen würde und sagen, ich spiel doch bitte atemlos oder so. Passiert einfach nicht.
das ist halt auch ein Stilmittel, was man dann eher als gebend betrachten kann. Oder man setzt sich halt wirklich hin und hat einen Spezialisten, der wirklich so programmiermäßig unterwegs ist, um das total authentisch hinzukriegen. Oder man sagt einfach, es soll dann halt auch elektronisch klingen. Simple Breaks und so. Ich konzentriere mich auf andere Dinge. Sounds und Performance, Vocals. Also wir sind uns alle drei einig, dass es eine Herausforderung ist, eben ein echtes Challenge, was Sennheiser hier in die Welt gesetzt hat. Also für mich auf jeden Fall. Ich habe was hingekriegt, hat auch relativ lange gedauert, aber zufrieden kann ich mit dem, was ich da entwickelt habe, nicht wirklich sein. Weil mir da einfach auch ein bisschen das Verständnis fehlt. Dir wäre wahrscheinlich hier mit dem gleichen Tools, Martin, ein viel, viel besseres Ergebnis. Ich meine, gewesen, wenn jetzt alleine schon wahrscheinlich, das ist halt so natürlich abhängig von dem Mapping und so, was dafür für Sounds und auf welche Spuren und hast du nicht gesehen, wie das verteilt ist, man da die Möglichkeiten hat. Aber wenn man halt ein elektronisches Drumkit, also Triggerkit anschließen würde, wäre man wahrscheinlich auch schon einen Riesensatz vorwärts im Vorteil. Wenn man jetzt nicht das mit vielen Mikrofonen machen wollte, sondern wie gesagt genau damit, aber halt das mal eben schnell einspielt. Jetzt sind wir weil so die wesentlichen Stellen erwischt man dann halt schon als Drama, wenn man es drauf hat. Ja. Und kann dann halt noch nacharbeiten. Was gibt es denn, wenn wir jetzt in Richtung Sound und Mische und Stimmung des Schlagzeugs gehen, denn auch noch für Aspekte? Ich habe nämlich dann irgendwann mal noch drüber nachgedacht, ich gesagt, oh, ist die Snare, ist das richtig gestimmt? Martin, hilf mir dann mal. Wie weit geht das mit dem Snare-Stimmen? Ich habe bei Phil Rudd immer gesehen, dass er seine Snare tauscht live. Ich habe zuerst gedacht, die wäre immer kaputt, aber ich glaube, das war jedes Mal eine anders gestimmte Snare. Könnte das sein? Könnte sein. Ich habe es jetzt nicht beobachtet bei Phil Rudd, aber ich sorge auch als Producer in meinem Studio immer dafür, dass die Snare auf jeden Fall immer zum jeweiligen Grundton des Musikstücks passt. Das ist sehr wichtig. Genauso wie die Bassdrum. Bassdrum und Snare, Toms natürlich auch, aber gerade Bassdrum, Snare sollte schon im Einklang mit dem jeweiligen Musikstück sein. Ganz, ganz wichtig. Auch gerade Bass, Bassdrum, ne? Das muss man aber auch wieder so ein bisschen erhören, erfühlen, gucken, auch wo höre ich die Bassdrum, höre ich die eher unter dem Bass, höre ich die über dem Bass, da gibt es ja auch verschiedene Philosophien, aber okay. Da sind wir zum Mixen, da wird schon komplex und eine Snare-Drum soll ja auch gerade in dieser Musik von der Klangästhetik drücken und viele reden immer von, fette Snare, soll fett sein, da musst du natürlich dann auch was tun, ne? Und du hast ja jetzt alles mit Loops gemacht, da sind dir natürlich extremst die Hände gebunden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt großartig ein besseres Klangergebnis hingekriegt hätte, weil ich hätte aber auch nicht den Approach. Ich würde das niemals mit Loops machen. Da gebe ich Tom vollkommen recht. Ich habe zum Beispiel auch diese Real Acoustic Drum Loops vor 6 Jahren auf den Markt geschmissen. Die bietet ja auch Patterns und Loops, aber da ist der Approach andersrum. Das war gedacht als Produkt, um Gitarristen, Produzenten, Keyboarder zu inspirieren, sich leiten zu lassen. Ja, da ist es wichtig, da ist erst wirklich das Pattern und dann die Komposition. Wenn erst die Komposition ist, dann ist es natürlich am besten, entweder Live-Drums, also einen Live-Trommler zu beauftragen oder es tatsächlich zu programmieren mit Einzelsamples, aber nicht mit Loops da ranzugehen. Na gut, das sind ja hier auch Einzelsamples, das ist ein MIDI-File, also ich gehe mal davon aus, dass man dann hier auch Tuning und diese ganzen anderen Sachen machen kann. Es ist jetzt kein starres, kein Audio-Loop. Vielleicht ein Missverständnis. MIDI-Loop, sorry. Das sieht man. Ach, das waren MIDI-Loops, okay. Ja, da kannst du natürlich dann eingreifen. Da würde ich aber, wie gesagt, gar nicht mit MIDI-Loops arbeiten, sondern sofort mit einzelnen MIDI-Noten, weil wenn du die Points hörst, die der Bassmann spielt, kannst du da, wie der Tom das eben sehr richtig mit dem Haus aus Fehlen beschrieben hat, du hörst ja dann sofort, wo erstmal die Hauptpoints sitzen, also die Hauptakzente. Die bekleidest du dann schon mal mit Bassdrum und Snare.
machst eine Achtel Hi-Hat erstmal darüber und baust dann so von außen nach innen. Ja, wie ein Hausbau eigentlich, ne? Aber Erst ist das Skelett da und dann füllst du das Stück für Stück. Und dann kannst du da natürlich auch anfangen, wenn du das alles fertig hast, so ein bisschen dir das Tuning anzugucken. Muss ich dann auch ein paar Cents die Snare höher tunen, ein bisschen tiefer tunen, aber auch immer wieder in Abhängigkeit vom Taste. Also was will ich jetzt gerade haben? Ne, da gehen ja auch dann wieder die Geschmäcker auseinander. Da darf man dann ruhig mutig sein und seinem eigenen Geschmack ruhig folgen, weil darum geht es ja in letzter Konsequenz. Soll ja unique bleiben, ne? Und nicht irgendwie klingen wie irgendwas. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres als Beliebigkeit, finde ich. Ne? Beliebige Musik kauft auch keiner. braucht auch keiner. Ja. Aber du hast das so im Nebensatz gesagt, ja, dann programmiere ich so eine Achtel Hi-Hat. Ich finde, das ist ja schon eine der Geschichten, wo man so ein künstliches Schlagzeug immer schnell erkennen kann. Hi-Hat und Becken und diese Ride-Sachen und so, finde ich auch immer ganz, ganz schwierig. Also wenn man da so bei Null anfängt, ne, mit dem Stift so von einem Sampler eine Hi-Hat eins malt, ne, Achtel, das klingt ja erstmal richtig furchtbar nach Maschine, ne? Einfach Velocity ändern. Weil man dann ja schon anfangen muss, mit der Velocity zu spielen, ne? Und da schon mal ein bisschen eine Ahnung zu haben. Ups, Piano-Roll wollte ich. Ja, aber dann nicht ist aber auch ganz stark an dem Produkt selbst, mit dem du arbeitest. Wir entwickeln ja gerade auch eine neue Drum Sample Library, Thema Round Robin und so weiter und so fort. Also mittlerweile gibt es da eine Menge guter Ansätze. Dass die Hi-Hat dann eben nicht immer gleich klingt, sondern gerade über dieses Round-Robin-Verfahren hast du selbst bei der gleichen Velocity werden andere Samples abgefeuert in so Ah einem ja, okay, das hilft ja schon mal auf jeden Das Fall. ist das eine. Was wir zum Beispiel jetzt gerade machen, ist rechter Stock, linker Stock. Ne? Ganz, ganz wichtig, wird ganz viel in vielen Libraries überhaupt nicht angeboten. Auf der Snare-Drum, auf der Hi-Hat, auf den Tom-Toms, da hast du dann immer da, 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 da. Deswegen klingt das auch so maschinell, weil ein Trommler spielt. Sagen wir mal ein Sechzehntel für innen mit zwei Händen, ne? Ein Single Stroke Roll, ratatatatatatat. Ja, und wenn du aber nur Einzelsamples hast, die mit rechts da mal entwickelt worden sind, dann klingt das auch tatatatatatat, ne? Also Genau, so klingt das bei mir auch immer, Martin. so spielt kein Trommler, ne? Spielt wirklich Single Strokes oder da hörst du dann auch, da kannst du sogar Paradiddles einprogrammieren, die wirst du selbst auf der Snare hören, weil eine Snare auch nicht überall gleich klingt. Man versucht natürlich an jeder Stimmschraube ungefähr ja, fast gleiches Tuning hinzukriegen, aber so ein Kessel lebt auch. Und wenn ich mehr auf der rechten Hälfte mit dem rechten Stock spiele und mit dem linken so ein bisschen mehr auf der linken Hälfte, hast du schon eine ganz kleine Melodie, so eine Mikromelodie. Und das ist ja genau das, was es lebendig macht. Und an sowas entwickeln wir gerade. Ne? Und das hört sich auch alles schon ganz ordentlich an. Ich hoffe, dass wir da bald mit durch sind und das dann auch User nutzen können. Genau. Das heißt also, diese ganze Nummer mit den Velocities und so ist auch ganz wichtig, ne? Velocities, andere Ja. Samples benutzen, nicht immer das gleiche Sample. Ja, ganz genau. Und wie gesagt, was ich eingangs sagte, das Thema MIDI ist ja ein Problem an sich. Range von 40 dB ist nicht wirklich viel, ne, an Dynamik. Und ein guter Rocktrommler, der hat eine viel höhere Dynamik und deswegen klingt das gerade auch, du hast ja richtigerweise das Thema Akzente auch angesprochen, gerade bei den Akzenten merkst du dann den Live-Trommler und den MIDI-Trommler, weil der MIDI-Trommler einfach dann nicht mehr mithalten kann. Ne? Entweder ist der MIDI-Trommler dann zu leise oder zu laut. Weißt du, was ich meine? Das heißt, die Dynamikstufe, die kannst du jetzt diese 40 dB nach oben oder unten setzen, aber irgendwie bleibst du immer beschränkt. Das heißt, die leisen Schläge sind zu laut oder die lauten sind zu leise, egal wie du es schiebst. Das hört man eben auch bei diesen E-Drum-Sets. Es ist nie expressiv genug. Es geht ja um Expressivität und das erreichst du durch Dynamik. Durch Timing und Dynamik, das sind so die beiden Punkte. Und das ist genau das, wo nach wie vor noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten ist. Und da diese Herausforderung haben wir uns gestellt und sind da in meinem Studio, im Gold Sound Studio, da fleißig am Entwickeln. Thema interaktiv,
oder Thema Interaktivität ist noch auch ein großes Feld, was so gerade Stück für Stück auch erobert wird. Dass du eben die Snare nicht als Stereo-File hast, sondern dass du tatsächlich Einzelsignale kriegst von dem Mikro oben, von dem Mikro unten. Ne, du hast ja auch immer ein Mikro am Schlagfell und gerade bei der Snare auch ein Reso-Mic zu 90% zumindest, Overheads, die dann noch dazukommen. Das Ganze klingt dann weitaus lebendiger, wenn du über diese ganzen Einzelsignale dann verfügen kannst. Aber wenn du keine Ahnung hast, kriegst du das doch gar nicht mehr wieder richtig zusammengesteckt. Da müsst ihr euch auch was überlegen, dass das dann von der Bedienung her irgendwie intelligent integriert ist, all diese Möglichkeiten. Dass ich bin nämlich zu doof, sonst das dann wieder trotz der tollen Möglichkeiten umzusetzen. Also es mal als Beispiel im Metallbau, da gibt es Werkzeug wie eine Flex und was weiß ich, kann ich auch nicht bedienen, kaufe ich auch nicht, weil ich nicht das Kundenklientel bin. Also ich bin kein Metallbauer und lasse da die Finger von und lasse den Metallbauer diese Werkzeuge auch benutzen. Und genauso ist es mit den Werkzeugen, die wir jetzt versuchen herzustellen. Das sind Werkzeuge für Leute, die mit diesen Werkzeugen umgehen können. Es ist klar, dass du es nicht jedem recht machen kannst. Weißt du, was ich meine? Also, das ist ja auch wo entscheiden. Es gibt ja auch für Architekten oder für Architekten die Architektensoftware, ne? Und dann gibt es mittlerweile zwar auch für den Laien Architektensoftware, um sich sein eigenes Haus zu bauen, aber schwierig. Ja, da ist dann auch alles quantisiert, ne? Jede Wand. Ja. Das wäre nämlich jetzt auch nochmal eine Sache, die ich auf jeden Fall zum Schluss natürlich unbedingt noch ansprechen muss. In meinen MIDI-Files, die ich benutzt habe, sind die Noten hart quantisiert. Kann das denn überhaupt richtig sein, Martin? Eigentlich doch nicht. Quantisiert ist doch eigentlich immer falsch, sage ich. Also ich habe kein Problem mit harten Quantisierungen, weil ich denke, dass die Hauptexpressivität tatsächlich von der Dynamik kommt. Und das kann ich leider nicht so ganz leisten. Das hart Quantisieren ist eigentlich erstmal kein Problem. Wenn die Sounds lebendig genug sind und man der Dynamik so ein bisschen nachhilft, dass man dann eben diesen Trick macht, man hat was programmiert, merkt, dass so ein paar Hauptakzente zu leise sind, dann muss man halt leider dann nochmal das alles audiomäßig aufnehmen und dann nachträglich solche Transienten nochmal hochziehen und dann nochmal stark komprimieren, dann wird es natürlich lebendiger. Aber ich persönlich habe nichts gegen harte Quantisierung, weil es gibt ja immer da dieses Thema auch mit Human Touch und so. Ja, genau, da wollte ich nämlich jetzt drauf kommen, ne? Dieses Humanize und Swing und was es alles gibt. Was ist das, wenn du dahinter guckst, diesem Humanize, das ist auch nur so ein Random-Ding, also bin ich mal vorsichtig, macht das tatsächlich Sinn? Also ich persönlich mache dann lieber eine harte Quantisierung und macht dann hinterher dann vielleicht noch mal Folgendes, was zum Beispiel den Phil Rudd von AC/DC ausmacht, dass er eben so ein bisschen laid back spielt. Man kann ja das gesamte, zum Beispiel die gesamten Strophenart dann eine Millisekunde nach hinten schieben und den Ref eine Millisekunde nach vorne. Das hat für mich dann mehr Human Touch als irgendwie so eine wahllose, so ein randommäßiger Humanizer, ne? Der per Zufall den einen an einen anderen Schlag so ein bisschen daneben setzt, ne? Ja, die Gitarren ziehen den Phil immer, ne? Der wird immer gezogen von den Gitarren, die immer vorne sind. Ist ja so in Blues Rock und da kommt im Grunde genommen AC/DC auch her, da muss man laid back spielen, da muss man als Drummer so von hinten drücken. Ja. Ne? Und gibt dann, in Punk ist es ja dann fast eher umgekehrt, jeder will den anderen überholen. Das ist aber auch wichtig dann, ne? Das ist das kann man aber tatsächlich nachträglich so ein bisschen schieben, ne? Wäre das bei diesem Titel, über den wir heute gesprochen haben, auch nötig gewesen, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch über sowas nachzudenken? Ja, definitiv. Also ich merke das an mir selber auch im Ref von Natur aus. Also ich zumindest, ich persönlich neige immer im Ref ein bisschen zu treiben. Ich habe ja mit verschiedenen Producern auch schon mal im Leben zusammenarbeiten dürfen, die fanden das immer total cool. Mensch, du machst das ja ganz automatisch,
der Ref wird immer ein bisschen getrieben und die Strophe wird immer ein bisschen verhaltener gespielt, indem du dich da ein bisschen zurückhältst, auch vom Timing. Bei mir ist das so ein Automatismus. Ich kann nicht anders. Und das kam halt eigentlich zu 90% auch mal gut an bei Producern oder Komponisten, für die ich dann arbeiten durfte als Trommler. Ne? Tom, schiebst du mal, wenn du sowas programmierst, eine Spur nach vorne, nach hinten, irgendwas, machst du da was? Gar nichts. Taste Q und fertig. Ich mach Q, genau. Aber das ist halt so ein Mischthema. Es gibt ja die, vielleicht nochmal zurückzukommen auf diese Strandhäuser. Irgendwie, es gibt die Säulen. Da finde ich das immer ganz gut, wenn das straight ist, also Q. Aber oben drüber, ich lege dann halt, um Sachen ein bisschen lebendiger zu kriegen und so dieses 16. viel hinzukriegen, ohne ständig zu machen, lege ich da noch Loops drauf, die aber in sich vielleicht nicht innerhalb von einem Takt hart quantisiert sind, die dann aber auch noch so ein bisschen verschraubt sind, wie der Phil van Eecke immer so schön sagt, Loops verschrauben. Also nur einen bestimmten Frequenzbereich von einem Loop zu nehmen, der halt einen Groove hat, der aber auf so einem ganz geraden, sauber definierten Beat rumwabert. Unter Umständen halt auch sehr weit im Hintergrund. Aber der halt dafür sorgt, dass es so ein bisschen lebendig ist. Okay. Das, was im Prinzip die Hi-Hats machen, ne, mit denen man halt unheimlich viel akzentuieren und auch irgendwie feine Geschichten machen kann oder mit Ghost Notes auf dem Schlagzeug, wenn das ein Schlagzeuger machen kann. Und das geht halt mit diesen programmierbaren Geschichten halt nicht so leicht. Das ist halt richtige Arbeit und man braucht die richtigen Soundsets dafür. Und hat dann wiederum, das ist heute auch schon angesprochen worden, das Problem, dass dann halt manche Sachen einfach absaufen. Ne, wenn man so Ghost Notes auf der Snare programmiert, mit der Snare programmiert, so bei, keine Ahnung, MIDI-Wert 11, 12, 13, 14, das hörst du dann leise, wenn du das Schlagzeug alleine hörst, aber wenn du andere Instrumente dazu fährst, dann kriegst du das nicht hin. Das müsste man so komprimieren, dass das irgendwie dann auch alles wieder vom Gefüge nicht funktioniert. Deswegen mache ich es ganz simpel, nochmal zurück, Bassdrum, Snare relativ definiert, auch gerne elektronisch und lege dann irgendwie so Loops oben drüber. Und da gibt es halt auch Hi-Hat-Loops, wo halt die Hauptakzente programmiert sind, vielleicht nur die Viertel oder die Achtel, und dann noch irgendwie ein bisschen was im Hintergrund dazu klappert, was so ein bisschen bindet. Okay. Aber das ist natürlich auch alles immer Geschmackssache. Ne? Was sagt die Runde? Haben wir die wichtigsten Aspekte des Drum-Programming für so eine Art Authentischen Rock-Drum-Track besprochen? Martin, fällt dir noch was Wichtiges ein, wo du dann denken wirst, oh Mann, das hätte ich doch in der Sendung noch sagen müssen, denn wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Was haben wir alles? Quantisierung hatten wir, Akzente hatten wir, ne? Sound, ja. Stimmung. Ja, und ja, genau. Hilf mir auf die Sprünge, mir fällt gerade nichts ein. Okay, dann sind wir durch, dann haben wir alles erwähnt. Na? Oder, Tom? Ja, eigentlich schon. Also Fülle und Platz und die Herausforderung, dann irgendwie das auch zu mischen und Dynamik und genau. Alles am Start. Alles, ja, was man berücksichtigen sollte, aber nicht mit allen Instrumenten berücksichtigen kann. Mhm. Die regelmäßigen Zuschauer, die diese Sendung heute am 21. oder 22. November, auf jeden Fall bis zum 30. November sehen, können tatsächlich auch noch selbst an dem Sennheiser Drum & Remix Challenge teilnehmen. Denn da ist der Einsendeschluss der 30. November 2014 um 24 Uhr. Und wer sich jetzt inspiriert oder vielmehr herausgefordert gefühlt hat, kann da noch teilnehmen, sich die Files runterladen, die Software runterladen und mitmachen und vielleicht tatsächlich noch was gewinnen. Was gibt es denn zu gewinnen eigentlich? Ein Mikrofon und auch sehr, sehr interessant, ein Mastering des Tracks von Bob Katz. Ein schönes Sennheiser-Mikrofon. Das ist das Neumann, ich gucke mal gerade nach, das ist das Neumann TLM 107. Summa summarum um die 1500 Euro wert. Und auch sehr interessant finde ich, man hat nämlich dann mal die Gelegenheit, den Originaltrack zu hören und die gemasterte Version von Bob Katz. Dann kann man sich dann auch mal so ein Bild davon
machen, wie so eine Mastering-Koryphäe an sowas herangeht. Finde ich auch interessant und spannend. Wie gesagt, liebe Zuschauer, falls ihr das gut findet, Lust habt, ja, mitzumachen, euch wie ich stundenlang damit auseinandersetzen, etwas hinzukriegen, was annähernd wie ein richtiges Schlagzeug klingt, dann könnt ihr jetzt noch mitmachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall heute beim Martin, dass er dabei war. Danke, Martin. Dankeschön, war mir eine Ehre. Mir auch. Und beim Thomas? Gerne. Und sag nur noch Make More Music. Bis zur nächsten Sendung hier auf diesem Sender. Tschüss. Ciao. Ciao.